Das schreiben wir. Herzlich willkommen, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Splatoon 2 Splatfest. Hi. Wir machen Splatfest Come Solo, wie auch so davor, weil alles andere ist einfach unmöglich und unmachbar hier, wenn ich das nur regulär aufnehme und ich live streame. Mhm. Oh. Aua. Ich bin auch da. Ja, ich hasse dann ist ein Voice. Aber ich dachte mir, Voice können wir so oder so machen. Auch wenn wir eben nur aufnehmen, anfangs Stress und eben nicht streamen. Aber ich hasse den Leute eh sofort aus der Menge raus. Ist ja nichts Neues. Ja. So, Kämpfe werden gesucht, dann ist ja alles gut. Dauert es vielleicht ein bisschen. Und falls euch jetzt fragt, wieso schneide ich die Cutscene nicht raus, weil das könnte es ja theoretisch. Könnte es theoretisch, praktisch aber nicht, weil ich derzeit sehr viel in Gamescom Stress bin. Und ich überhaupt schaffen muss, Videos aufzunehmen, so. Deshalb kommen hier Livestream. Ich drücke auf eine Taste, schon geht die Szene auf, also. Ich nehme mit meinem Livestream-Setup, nehme es auf. Das ist, ja. Das Intro ist irgendwie nicht im Nachhinein per Adobe Premiere Pro reingecuttet, wie sonst immer bei meinen Videos, sondern ist über eine OBS-Szene einfach an Anfang drangefügt. Aber wie bei uns einfach mal zwei mit Stufe 1 und einer mit Stufe 17, da bin ich ja der Stufenhöchste. Was ist denn das hier? Und die anderen haben zu Stufe 20, Stufe... David, tut mir leid, wenn die Hintergrundgeräusche einfach mal so laut sind, aber mein Mikro ist irgendwie so intensiv, das ist irgendwie auch hier. Was hast denn du für ein tolles Mikrofon? ja. Halt ein Mikrofon, das auf dem Tisch steht. Ein Kick-Mikrofon. Das war. Okay, Aber immer noch besser als die computerinternen Mikrofone von manchen Computern. Die hören sich dann an wie so eine Bombe. Oder ja, vor allen Dingen das. Warte. Ich mach mal das Mikrofon von meinem Headset. Oh Gott. Das, was ich gerade auf hab. So, das ist jetzt das Mikrofon von diesem Headset. Ja, hört sich dumpf an. Hm. Aber eigentlich nehme ich jetzt immer das Mikro hier. Okay, ja, keine Ahnung. Also ich nehme mein normales Blue Yeti Studio Mikrofon, Kondensator Mikrofon, was ich mal am Mediamarkt gekauft habe vor kaumer Zeit. Und es ist schon vor über 1,5 Jahren. Aber bin noch sehr zufrieden, wobei ich mir eh bald eine Rode NSA kaufen werde. Und dann, benutze ich das. Das Ding ist, diese Kopfhörer sind, von der Firma habe ich auch eine Tastatur und eine Maus, also. Das Mikro ist halt noch eine andere Firma. Welche Firma? Also, die Maus, die war da? Keine Ahnung. Ah, eine No-Name-Firma oder wie, okay. Da steht hier drauf, ja, die halt, kennst du diese Manhattan irgendwie, diese... Schminkprodukte von Manhattan oder so. Maybe in New York. Nee, keine Ahnung. Ja, genau so heißt die, glaube ich, auch. Ah. Jetzt ja, weiß ich aber Bescheid. Aber interessant, dass du dich mit Schminke auskennst, so. Ja, was hast du? Ja, wenn man Fernsehen geguckt hat oder YouTube guckt, dann findet man ja ab und zu mal Schminkwerbung. Oder wenn man eine Mutter hat, die sich schminkt. Ja, da konntest du Rest haben. Ja, wenn man eine Mutter hat. Das ist aber eher unwahrscheinlich, dass man eine Mutter hat, ne? So. Nein, ich weiß, was du meinst. Und irgendwas noch Rest. So. Wie gesagt. Oh Gott. Lol, einfach mal drei Leute auf einmal gekillt. Also entweder sind die anderen wirklich schlecht oder ich bin wirklich gut. Derzeit. Aber ich glaube eher das Weiteres. Weißt du, die gehen halt nicht mal weg, wenn ich mit meiner Special Attack... durch die Gegend roll. Alles das klar. Das ist interessant. Weil ich hab bei Glexroller bin ich an diesem Rad, mit dem ich da rumfahre. Hab ich den nicht erledigt? Nein, der Typ vor mir war eine Sekunde vor mir. Was nicht sehr gut ist. Der Typ vor mir war eine Sekunde vor mir. Okay. So, Mikrofontest. Ja, super. So, jetzt sollten die Hintergrundgeräusche ein bisschen weniger sein. Ja, sind noch ein bisschen, aber ja, wenigstens nicht mehr so extrem. Sehr froh, dass wir nicht mal so wenig XP-Seiten leben.
der tolle Windows LOL letzte Sekunde getötet jetzt, sehr gut. Dieser Bing. Windows raus, Windows XP raus Entferner. Ach, das war was, Alter, war alles klar, wie knapp war das? 23,1 zu 34,1 zu 34,8. Ey, ich hab mich einfach wirklich gewonnen gesehen. Wie behindert knapp war das, Alter? Wir haben doch mehr eingefärbt als die anderen. Wie kann das sein? Ja, David, das frage ich mich auch. Alter, es ist Betrug hier, mal im Ernst. Das ist voller Betrug und sonst gar nichts. Belastend. Ja, belastend, David. Wenigstens sind die beiden Stufe 1 Leute hier raus. Aber dafür, dass wir zwei Stufen 1 Leute im Team hatten und dass sie um Haaresbreite verloren haben, ist es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also, ey, dieses Mauspad, Alter. Einfach, da steht, also das Ding ist, die Firma, das ist, das Mauspad ist auch von der Firma, wo meine Tastatur, Maus und Headset auch herkommt. Das Ding ist, das Mauspad ist einfach schwarz, aber es ist eigentlich gut. Das ist schwarz und das ist eigentlich rot, macht Sinn. Naja, es ist schwarz, aber eigentlich gut, ja, geht so. Ja, moin. Ja, schwarz ist ja meine Lieblingsfarbe, obwohl schwarz nicht mal eine Farbe ist. Okay, ja, wollte ich auch gerade sagen, schwarz ist ja nicht meine Farbe, theoretisch gesehen, aber... Joa. Ja, mein Herz ist auch schwarz. Das ist nett, Gott. Aber den Spruch, ja. Ja, den Joke verstehst du. Es hat mit einem Akt der wahren Liebe zu tun. Ja, gut. Ach, klar, ja, Liebe, sag mal, ich lass es mal ja, ich hier im Raum stehen, ne? Ist besser. Ich sag auch nichts mehr, dazu. Gut so. Ach, da ist eine Bombe. Schön. Nuch, das heißt der Hype, oder wie auch immer man es auspressen soll. Ah, mein Kopf juckt. Kennst du auch, wenn du dir so eine Cap aufsetzt, kurz darauf den Kopf juckt und du keine Angst, keine Ahnung hast, ob das Leute sind oder einfach die Cap ist? Ja, vor allen Dingen mein Kopf hat gejuckt, aber das Ding ist, ich hatte halt so Haare drin und da waren so diese weißen Schuppen, die sich da mit der Zeit so bilden wegen dem Haare. Das hat immer gejuckt, ich dachte, ich habe immer Läuse. Ja, war das dieses komische Ding. Dieses komische Ding, jetzt weißt du so richtig, was du eigentlich von mir willst, ja, und was du meinst. Ach egal, ich sag einfach gar nichts mehr. Es ist besser für alle. Ja, das ist in der Tat besser für alle. Nein. So. David, warum bist du so gemein? Weil es lol, der Typ ist einfach auch dumm, ne? Entweder ist er einfach nur blind oder er ist dumm oder beides. Weißt du, gerade hat er offensichtlich mal wieder eine Killerphase. Ich kann offen, ohne zu schweben, offen vor Leute herlaufen und überrollen die. Okay, der dritte hat mich jetzt getötet, ich gebe es dazu. Den habe ich jetzt gerade erst nicht gesehen. Den machen wir aber einfach jetzt kalt. Och ey, ist das jetzt... Das ist doch richtig, Mann. Warum ist das scheiß Passwort nicht richtig? Der Moment, wo man denkt, sein Passwort wäre richtig und dann ist es falsch. LOL. Ich hab doch mal. Sind die Typen? Log ich mich jetzt halt mit Google ein. Oh Mann. Das nervt. Das ist nur die reine Sicherheit. So. Hacker, die können dann da nicht nahe gehen. Aber wenn ich immer selbst damit überfordert, ist es halt ein bisschen ungünstig. Es gibt's dazu. Ist es in der Tat so. So, ich glaube, die Runde haben es aber mal hoffentlich. Nein, die haben wir was? Wie? Es kann es sein. Wieso sind wir so schlecht? Der hat heftig verloren.
Anderen war es knapp, hier war es aber nichts mehr knapp. Aber ich habe 9 Kills hier. Gerade bin ich in einer guten Phase. Weil, was die anderen haben. Ja, genau, wir hatten einfach 2 Disconnects, glaube ich, oder? Hm. Wir hatten 2 Disconnects, merke ich gerade. Ja. Boah. Boy. Ich hab's gerade so heftig, aber 2 Disconnects ist ja zu belastend. Warum sie die Schreibweise? Ich überprüfe gar nichts. Wann halt überprüfst du deinen Arsch hier? Gibst du? Kann man hier überhaupt irgendwelche Live-Sendungen gucken? Nein, kann man nicht. Man kann keine Live-Sendung gucken. Ja doch, es gibt doch so eine App im, Ja, ich weiß, bei Promi Big Brother kann ich ja auch mit Handy, kann ich ja sozusagen live gucken. Wer schaut bitte alle anderen? Promi Big Brother. Keine Ahnung, das schauen alle nur, weil Katja dort ist. Seit wann ist Katja bei Promi Big Brother? Ja, die ist da. Seit wann? Seit Promi Big Brother angefangen hat. What the fuck ist das? Ja. Ich hab noch nie Promi Big Brother geschaut. Ja, aber Katja ist auf der Baustelle. Und habe es wohl auch nichts verpasst, wenn Katja dabei ist. Aber wir wissen ja alles, hast du, dass du Katja da gern schaust. Nein. Lass mal gut sein. Okay. So. Ja, vor allen Dingen, ich frag mich, warum kann man auf dem Handy live schauen? Wenn du so im Web bist, dann kannst du gar nichts live schauen. Naja, ich habe meinen Fernseher und ich habe einfach jetzt mir so Kopfhörer gekauft. Die haben so ein 5 Meter langes Kopfhörerkabel. Und jetzt kann ich meine Kopfhörer mit dem Fernseher verbinden, kann Fernsehen über meine Kopfhörer. Dann merkt meine Eltern, ach, das ist Fernsehen. Und ich hoffe es mal, dass es dieses Video hier nicht in Nachhinein anschauen werden. Sonst wissen die, was meine Strategie ist und werden mir meinen Fernseher wegnehmen. Warum? Weil ich es gerade erklärt habe, das ist nachts Fernsehen mit meinen Kopfhörern, dass die ich nicht merken. Und das habe ich das auch nochmal wiederholt, was ich gerade gesagt habe. Sehr schön. Au, was war das? Was geht denn hier ab? Hier ist grün, gelbe Farbe. Hier ist grün, gelbe Farbe. Ja, erstmal die falschen Farbennamen sagen. Ja. Aber offensichtlich haben die Leute wenigstens mal ein bisschen mehr Ahnung, wie Splatoon funktioniert, bedauernswerterweise für mich. David, warum hast du jetzt die Strategie mit deinem Fernseher gesagt? Das hättest du nicht machen sollen. Deine Eltern werden sich das Video nur pro anschauen. Och, die schauen nicht so gut wie nie meine Videos an. Also, keine Ahnung. Das letzte Video, was die es angeschaut haben, gesagt haben, dass sie es angeschaut haben, war. Weiß es nicht, weil ich meine, die hatten auch bei mir 2 Stunden Stream, haben sich offensichtlich auch nicht angeschaut, so, weil die haben mich nicht drauf angesprochen, weil ich da bin davon ausgegangen, dass die voll sauer sind, weil es hatten denen nicht gesagt, dass ich den 2 Stunden Stream mache. Aber keine Ahnung, die schauen sich meine Videos nicht an, haben Besseres zu tun. Man kann es denen auch nicht verübeln. Wow. Bitte mal in mein 2. Account. Ja, denn, weißt du was, dann schicke ich gleich in die Gruppe noch meine anderen 2 Accounts. David, muss ich mich auch noch enden, ja. Was hast du denn bei YouTube-Account? Hast du mich damit schon abonniert gehabt, oder? So. Und umbringen. Ah, nee, oder der bringt mich um. Nee, das bin ich gerade mal wieder nicht gut. Entweder ist bei der guten Phase vorbei, oder die Leute hier sind jetzt wieder ernsthaft schwere Gegner geworden. Eins von beiden ist in der Tat passiert. Jetzt kann man das Rätsel raten, was eigentlich passiert ist. So, morgen ist ja München im Legoland. Legoland, das ist ja in der Nähe von München. Da ist die Nintendo Sommertour. Wollte ursprünglich eigentlich hingehen morgen, aber ich schaff das nicht mal so kurz vor der Gamescom, weshalb ich da nicht hingehen werde. Och, schade. Weshalb ich euch leider keinen Vlog von der Nintendo Sommertour bringen kann, das macht aber nichts, weil die Nintendo Sommertour am Legoland ist überfüllt mit kleinen Kindern, die Spiele auf einer Switch spielen können, die bereits 6er Season sind. Und die Gamescom ist eh viel mehr besser. Jetzt war ich bereit mich auf die Sommertour so und auf die Gamescom vor. Und übrigens, Leute,
alle Vlogs, die ich rund um meine Reise nach Köln mache und auch zu meinem nachigen Urlaub in Kuba, alle Vlogs, die ich da irgendwie mache, kommen auf meinem Zweitkanal Dave hoch. Hallo, ich bin David. Hallo, ich bin David. Diese Begrüßung. Mal, ich habe keine Ahnung, vor 3 Monaten mal mein Hallo, ich bin David, ich bin Dave Video gebracht und danach gefühlt gar nichts mehr. Kommt ja, aber David, wie gesagt, jetzt wieder. Und jetzt ist hier die, ich habe immer noch 31 Abonnenten, das Video hat 103 Aufrufe. Das sollte eine man als Bewertung. Ich bin froh. Hey! Das sollte man mal so als Meme machen, dieses Hallo, ich bin David. Hallo, ich bin David. Ja, bei YouTube Kacke. Ich hab mal geschrieben, ich hab mal jemand zu der YouTube Kacke gemacht, der soll mal eine YouTube Kacke über dich machen. Hat er bis jetzt immer noch nicht gemacht. Vielleicht bist du ja schon selber YouTube Kacke. YouTube Kacke über Miss, interessant. So, wieso wurde ich jetzt eigentlich da rausgekickt? Ich wollte eigentlich noch gar nichts raus, aber okay. Ja, das denke ich mir auch immer, was hast du denn? Ich habe gerade was getrunken. Ich weiß. So, vorletzte Runde für heute. Mal sehen, ich trinke jetzt auch was. Du wirst aber dieses am Ende machen. Bitte schön. So wirkt es einfach realistischer. Ja. Wir wollen ja alles immer schön realistisch machen. Oh, ja, meine ist. Oh, Junge, stell dein Handy aus. Okay, einfach ausstellen. So. Einfach den scheiß Mute-Schalter beim iPhone. Richtig. Umlegen. Das passt. Unbedingt. Ja, das ist gut bei iPhone, weil das so easy ist, das Ding easy zu bekommen. Ja, guck hier, die Kinder so. Hä? Oh Mann, mein iPhone, das piept die ganze Zeit. Oh, was ist das denn für ein Knopf? Mein iPhone ist endlich lautlos. Ja, ganz genau, das denke ich mir auch immer, ne? Ja. Ich sag nichts mehr dazu. Wir hatten, glaube ich, das vorhin auch so. Als Herz. So. Ich glaube, wenn ich ins Bett fest komme, ist nicht weit, weil es ist einfach insgesamt vielleicht eine halbe Stunde, keine Ahnung, 40 Minuten vielleicht gespielt habe, wenn wir es mal zusammenrechnen. Ist jetzt aber auch genug. Entschuldigung, ich hab grad gerülpst, tut mir leid. Ich hab's nicht mitbekommen, hättest du es nicht gesagt, so muss ich dich tatsächlich ermahnen wegen, Nichtanhalten der Set-Regeln, der Stream-Regeln bezüglich, Es war ja aus Versehen. Das also sagen es alle immer, dann sind sie schwanger. So. Ich bin der Mann, ich kann nicht schwanger sein. Ach, da wär's mir jetzt sicher. So, egal. Erstmal hier Leute umbringen. Ah, cool. Hüpf gleich vor mir hin. Findest gut. Machst du richtig. Was das bringt, ich bring mir einfach mal richtig vor meinen Roller. Sprachausgabe. Fetter Text. Aber Siri ist ganz geil, ne? Das ist viel besser als Alexa. Merkt ihr das? Naja, Siri kann aber keine Witze erzählen, leider. Doch, Siri kann Witze erzählen. Ja, keine richtigen. Lustige Witze. Wow, ich kann die Hintergrundaktualisierung nicht auf allem, anstellen. Vor allem hat doch mehr App-Geräte, die hatten das mit Smart Home entkoppelt. Wird das ganz nice. Vielleicht, wenn mein Zimmer fertig ist, mache ich mal so eine Roomtour. Und dann kann ich erstmal allen Stuff zeigen, den ich bei mir verbaut habe. David, guck mal, ich drücke auf Hintergrundaktualisierung. Ich will es anschalten. Schalt es doch mal an. Schalt ich's doch mal an. Es geht einfach nicht. Das ist belastend. Ja, übrigens, auf dem Bildschirm draufhauen hilft auch nichts. Das lästert nur den Bildschirm auf Dauer. Das ist Panzerfolie. Weil ich höre. Das ist Panzerfolie. Das hört man. Wieso hast du Panzerfolie drauf?
Ja gut, beim iPhone X kann man sich verübeln, wie viel das im Normalfall kostet, wenn man es neu kaufen würde. Ja, also was man ja muss, wenn man es kostet. Ich habe eine Hülle und Panzerfolie, weil ich möchte gut gesichert sein. Natürlich, ich meine, wenn du das Tarif-Fan jetzt rottest, musst du es ersetzen, ne? An Telekom, ja, oder wo meine Mutter tritt mich auch in den Arsch dafür. Ja, weil das kostet den ganzen Stange Geld, das iPhone X. Heftigst viel. Und dieser Kill war das unnötigste der Art. Er wird aber leider zugesellt. Aber wir haben ein gutes Song, das mal gewonnen zu haben. Zum Schluss. Und das haben wir einen Sieg! Ein Sieg für David. Ein Sieg! ich hab gute Reflexe. Das iPhone wäre fast runtergefallen. Ich hab's nur aufgefangen. Mikrofon lecken. So. Ja, Leute, das war's mit dem Part. Ja. Was ist da alles ganz schön hier? Und ja, wenn ihr zufällig gerade selbst in Köln unterwegs seid auf der Gamescom, ein heißer Tipp von mir. Schaut vorbei. Schaut in die Livestreams, wenn ihr nur von zu Hause seid, weil da bekommt ihr auch genügend mit von der Messe. Weil es schämt live und dann seht ihr so, was hier abgeht auf der Messe. Was auch nicht so dumm ist. Ja, und jetzt sage ich herzlichen Dank für das Interesse und fürs Zuschauen, liebe Leute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Und ciao. 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 Okay. Genug damit. Ja. Ciao.